Wunderschönen guten Tag, Havidere. Servus Christi, ich bin der Stefan Haas, ich bin der Dreihaubenkoch aus dem wunderschönen Ausseerland. Heute möchte ich mich mit einem neuen Video und zwar zeigt euch heute wieder einmal aus Spinat und Kartoffeln eine richtig coole Alternative machst, okay? Bleibt dran, schaut dir das Video bis zum Schluss an, würde mich wahnsinnig freuen. Ich darf gleich mit dem Highlight anfangen und zwar der Mehrwert aus dem Video, wenn du das heute angeschaut hast, wird nämlich der sein, dass du aus einem faden Cremespinat-Rezept, das es ja zu tausend gibt, einmal eine Alternative hast. Und das zweite ist, dass du, wenn du das nächste Mal ein Rösti machst, sehen wirst, dass das auf meine Art und Weise nur viel schneller und praktischer geht, als das du bis jetzt vielleicht immer gemacht hast. Pack gleich mal die Feiertagspfanne aus, ja. In der Pfanne werde ich den Rösti nämlich braten, als Ganzes, das heißt, das wird da alles Rösti werden, voll geil. Dann, wenn der Rösti fertig ist, tue ich ihn außer, tue den Blattspinat rein, tue das zum Schluss wieder zusammen, das heißt Rösti, Spinat, dann kommt der Feta-Käse drauf und das wird dann im Rohr kurz gratiniert und dann haben wir als Garnitur haben wir noch drauf Zucchini, die tue ich dann einfach ein wenig schön mit Zitronensaft, Olivenöl und ein bisschen Knoblauch anmachen. Ist noch als Garnitur drauf, frische Kreideln drauf, ein bisschen gehachelten Zwiebel dazu. Hört sich das gut an? Ich glaube schon. Dann würde ich sagen, reden wir nicht mehr viel und fangen an. So, das erste, was wir jetzt einmal machen müssen, ist gleich, dass wir mal mit den Kartoffeln losgehen, okay? Röstiarten gibt es verschiedenste. Ich mache Rösti so, und zwar tue ich die Erdäpfel jetzt schön, oder die Kartoffeln, dann tue ich es rein und dann tue ich es einsalzen mit dem Stapel. Jetzt einmal. Es gibt verschiedene Ansätze, Rösti herzustellen. Du kannst die Erdäpfel oder die Kartoffeln, du kannst es so wie ich jetzt einfach roh reiben und dann braten oder bochen. Du kannst es kochen, reiben. Machen, habe ich auch schon gesehen. Du kannst es halb kochen, auskühlen lassen, oben rein, habe ich auch schon gesehen. Und du kannst rohe und kochte zusammen da, habe ich auch schon gesehen. Du kannst ein Ei rein tun, du kannst keins rein tun, habe ich auch schon gesehen. Du kannst mit Stärkemehl arbeiten oder mit Mehl arbeiten, habe ich auch schon gesehen. Du kannst dann Kümmel rein tun, Zwiebel, Knoblauch. Also es gibt so unglaublich viele verschiedene Varianten, Rösti zu machen. Meine Lieblingsvariante ist, dass ich das, was da drinnen ist, dass ich das jetzt einsalze, ausdruck, verstehst du, dass die Flüssigkeit, die sich da drinnen bildet, weg ist. Dann das ihr ein bisschen würzen mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Stärke. Ich tue eine Kartoffelstärke dazu, dass die Flüssigkeit ein bisschen besser bindet. Tue kein Ei rein, brauche ich keins. Und dann tue ich das in der Pfanne im heißen Fett auspochen mit ein bisschen Butter drin. Und wenn ich es dann fertig habe oder fast fertig habe, tue ich ein bisschen Knoblauch in das Ganze dazu. So schaut es aus bei mir. Wenn du ohne Knoblauch nicht leben kannst oder zum Beispiel einen Sauerrahm in die Wasser rein tun musst, weil du sagst, ohne dem kann ich nicht leben, dann tue es bitte rein. Auch gut. Ja, die Variationen sind unendlich. Das Wichtigste ist, dass du das einmal machst. Okay? Und du vielleicht auf deine eigene Lieblingsvariante kommst. Welche das ist, lass uns wissen, schreib es ins Kommentar. Das würde mich interessieren. Vielleicht ist die ein oder andere Inspiration wieder dabei, um etwas Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es irgendwas, was ich auch noch nicht kenne. Schreib mir es ein, wenn du das weißt, okay? Das Salz, was ich da jetzt rein habe, dient mir jetzt einmal vordergründig, um die Flüssigkeit, die das Ganze hat, austreten zu lassen. Das heißt, das einwürzen und stehen lassen. Da wird einmal reicht, wenn du das 10 Minuten ungefähr machst. Okay, das tue ich jetzt auch. Ich lasse das jetzt einfach da, wie es stehen. Das färbt sich dann ein bisschen braun. Dem kannst du entgegenwirken, wenn du Ascorbinpulver dazu tust, ein Hakko-Weiß, das ist so eine Knödelhilfe, kannst du dazu rein tun. Dann wird es nicht schier dunkelbraun. Ich mache das jetzt nicht, aber kannst machen, gell? In der Zwischenzeit werden wir den Spinat einmal gleich waschen. Das Praktische am Spinat, wenn da S fertig draufsteht, ist, dass du nicht zupfen musst. Was meine ich damit? Und zwar kannst du die Blätter, wie sie sind, einkochen, fertig weiterverarbeiten, wie auch immer. Beim Spinat vom Feld, den normalen großen Blättern, wie man es so kennt, da in der Kiste, musst du jedes Blatt quasi vom Strunk befreien, okay? Das kann einmal gerne eine meditative Arbeit sein, die sich über ein paar Stunden zieht, vor allem wenn es kistenweise Spinat
im Betrieb ist das ab und zu der Fall, hast. Daheim schaut das ein wenig anders aus, da haben wir das nicht. Das sind übrigens nur 500 Gramm, wenn das zusammenfällt, ist das voll wenig. Ein bisschen was mache ich für den Matteo mit, das tue ich separat dann pürieren, als Beikost ein bisschen. Und den Rest von den 500 Gramm, den essen wir schon. Aber das Einzige, was du machen musst, ist, dass du ihn einwaschst. Weil wo der vorher war, weiß ich auch nicht, dem vertraue ich jetzt auch nicht so. Das heißt, ein kaltes Wasser in die Abwasch rein. Und da drinnen dann ein paar Minuten einfach waschen. Schon ein bisschen zu machen, gell? In der Zwischenzeit gehe ich schon mal her und richte mir die Garnituren her, für das, was ich dann erst zwar zum ganz zum Schluss brauche, aber dann habe ich es. Das ist Zucchini, Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch und Kräuter werde ich mir hocken. Schau her, zwar nimmst du da einfach die Zucchini, einen Sparschäler und dann schälst du es einfach ab. Schau her, und zwar gehst her und tust das so von der einen Seite zur anderen und das Ganze drehst im Kreis dabei, okay? Schau, siehst du das? Das tust du so lang, bis du aufs Kerngehäuse reinkommst. Das kann schon mal eine Zeit dauern, gell? Ich will das Wort Zudels jetzt nicht sagen, weil ich es so furchtbar finde. Hab's jetzt aber trotzdem gesagt, aber ich glaube, dass das so ausschaut. Das stellen wir da mal auf Zeiten. Dann schälen wir mal die Zwiebeln in Knoblauch, nimm den Petersilie, den ich da habe. Tu den schon mal zu den Zucchini. Das erzählt er dann später alles warum, okay? Wenn du das Video fertig schaust, dann weißt du Bescheid. Und jetzt tun wir mit dem Rösti weiter. So, schau her, und da, schau her, siehst du das? Rally, siehst du das? Da hat sich jetzt das Saftel gebildet, ja? Und das Saftel willst du in deiner Masse nicht drin haben, glaub mir's. Das verwässert da erstens alles und zweitens ist das was, auch, was dann beim Außerbacher oder beim Braten nicht wirklich knusprig wird, okay? Je weniger Flüssigkeit du da drinnen hast, desto gescheiter ist. Und deswegen gehst du jetzt einfach her und druckst das aus. Und zwar, schau her, das ist ganz einfach. Gehst da rein, nimmst die Hand davon, schau, dann druck ich zusammen. Das mache ich in einer extra Schüssel, in einer separate. Merkst du das, was da rauskommt? Das brauchen wir nicht in der Masse, gell? Nur einmal, genau. Jetzt ziehen wir das einfach aufs Brädel her, weil es eh so trocken ist. Nummer 2. Gut, schau her, das tust du jetzt wieder zurück in die Schüssel. Und jetzt werden wir es würzen. Jetzt schaut das relativ trocken aus, das ist aber gut. Weil da kommt jetzt einer, ein Salz, dann ein schwarzer Pfeffer, nicht zu wenig Muskatnuss, gell? Die Menge, das ist ungefähr, sag einmal, so ein halbes Kilo, da habe ich jetzt eine halbe die Muskatnuss reingekriegt. Und jetzt gehe ich her und binde die ganze überschüssige Flüssigkeit noch ein bisschen ab. Schau her, ich nehme da so einen Löffel Kartoffelstärke. Die hilft mir nicht nur, dass das Ganze schön die Flüssigkeit aufsaugt und schön trocken bleibt beim Braten, sondern auch, dass das auf der Außenseite wunderbar knusprig wird. Probier das einmal aus. Ich mische das durch. Und jetzt tue ich nicht mehr zu lange herum, sondern ich habe meine Pfanne da schon aufgestellt, die läuft schon auf Temperatur. Das heißt, die ist bereit, vorgeheizt. Wenn du der Teflonpfannen-Fan bist, kannst du das sparen. Wenn du aber Edelstahl oder so wie ich sogar Kupferpfannen verwendest, dann ist das ein wichtiger Schritt, dass die Pfanne einfach vorheizt, damit es da dann nicht bitten bleibt. Schau her. Und dann nehme ich jetzt her, ich mache das heute mit Olivenöl, nicht zu wenig. Und jetzt, pass auf, schau her. Tue ich es einfach einmal rein, okay? Wie dir auffällt, tue jetzt da nicht gleich nervös herum, sondern ich lasse das jetzt einfach einmal so drin. Was hat das für einen Grund? Die Stärke bindet sich, wenn sie eine gewisse Temperatur beieinander hat. Ich glaube, dass das so um die 80 Grad sind. Und das Ding biegt zusammen, das heißt, das fällt nicht auseinander auf Deutsch. Ja? Ich lasse das jetzt einfach da einmal so kurz, presse es dann und box auf der einen Seite einmal knusprig, ehe es dann umbraucht, okay? Da mal ein bisschen nieder, ja, dass sich das schon langsam ein bisschen an die Umgebung gewöhnt. Ja. Aber probier das einmal. Druck nicht gleich nervös herum, sondern tu es einmal die Pfanne und warte ein bisschen. So, und dabei das da so vor sich hin backt, gehen wir mit dem Spinat weiter. Du nimmst jetzt eine Schüssel, ein Sieb und ich habe den ja da einfach ins kalte Wasser rein. Da.
wenn er recht dreckig ist, was es zeitenweise durchaus der Fall sein kann, dann tust du das Wasser wechseln, du tust einmal frisch sein, du tust den Spinat noch mal rein und wartest noch mal ein wenig, bis sich der Dreck von den Blasen löst. Weil ich glaube, das ist im Interesse aller, kein Erdreich am Spinat drauf zu haben, gell? Das schaut so aus. Ich rate dir auch, den Spinat möglichst zeitnah zu verbrauchen, weil der in dem Sack einfach auch nicht besser wird. Der ist dafür gemacht, dass man ziemlich frisch isst, was ja auch generell bei Gemüse das Gescheiteste ist, wenn es ziemlich frisch ist. Sind die ersten 5 Minuten so circa vorbei. Es ist für mich jetzt an der Zeit, dass ich das einmal umdrehe. Du kannst jetzt hergehen und den beherzten Flip machen. Mit dem heißen Fett drinnen würde ich dir dem aber abraten. Du kannst hergehen und das ist die Variante, die eigentlich die charmanteste ist. Du gehst mit einer breiten Palette drunter und drehst es so einfach um. Ich gehe einfach her, mache es ganz, ganz vorsichtig, um das Rad da auch zu machen. Schau her, ich nehme Paletten. Nur so auf den Teller und flip so wieder zurück. So, schau her, und dann haben wir da schon mal was vorbereitet. Backpapier, Küchenpapier. Und da tue ich mir den Rösti jetzt drauf, weil ich nämlich in der Zwischenzeit den Spinat mache. Das Gute ist, dass ich den Spinat auch da in der Pfanne machen werde, okay? Das heißt, schau her, ich rutsche das da rauf. Und tue das einmal ins Backrohr. Das heißt, jetzt ist die richtige Zeit, dass wir mit dem Spinat weitergehen. Und zwar habe ich da, siehst du, die Pfanne stehen. Dann tue ich da den Knoblauch, den ich vorher geschnitten habe, einmal rein. Das sind jetzt auf ein halbes Kilo Spinat einmal 2 Zeichen Knoblauch. Du hast ein bisschen Butter dazu. Das riecht schon so gut. Und ich tue auch meine Cashewnüsse da schon dazu. Schau, das lasse ich da jetzt so ganz leicht angehen. Das tut mir leid, aber beim Geruch von Butter und Knoblauch, dann auch noch die Nüsse drin. Das riecht so geil. Schau, dann tust du einfach den Spinat dazu. Und das Wasser, was im Spinat drinnen ist, geht jetzt aus den Blatteln. Brauchst keine Angst haben, das wird nicht viel. Das geht jetzt zusammen, das verkocht sie dann und das ist das, was wir dann auf das Rösti drauf da werden. Das ist ein Wahnsinn, wie der Spinat zusammenfällt, gell? Da bleibt fast nichts hinten. Die Flüssigkeit, die da drinnen ist, die schaue ich, dass man so gut wie es geht verkochen, weil die würde man mein Rösti dann durchsapschen, wie man in Deutschland sagt. Ja, also durchgatschen, die verkoche ich jetzt da noch ein bisschen, aber ansonsten sind wir fast fertig. So, genau. Da kommt jetzt mein Zucchini-Salat, den es da dazu gibt, ins Spiel. Und zwar fange ich mal den Saft jetzt da gleich auf. Nehme ich Zitronen her, presse die drüber, dann nehme ich Olivenöl her, wieder Pfeffer und Salz, ganz wichtig. Stell das jetzt einmal auf Seiten, weil, und jetzt kommt der Schmäh, schau her. Siehst du das? Jetzt haben wir den Rösti da auf dem großen Brettel schon verteilt und jetzt würde ich sagen, machen wir das Gericht fertig. Und zwar gehst jetzt her, nimmst den Spinat und verteilst ihn. Dann gehst her, mischst den Zucchini-Salat durch und verteilst ihn ebenfalls. Schau her, so Spots machen. Einfach schau her mit der Gabel, so wie eine Pasta. So aufziehen, dann mache ich zwei so Spots drauf. Dann gehe ich her, schau her, tue da ein bisschen an Feta-Käse noch drauf, ein bisschen Zwiebeln, rohe, kannst weglassen, wenn du es nicht magst, ich liebe sie. Und zum Dazuessen gibt es meine eingelegten Kürbis, habe ich ein Video dazu gemacht, schau das an in meiner Playlist.
Und im Endeffekt war es das wieder für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Das ist mein Riesenrösti mit Blattspinat, Zucchinisalat, Fetakäse und Cashewnüssen. Schaut fast ein wenig aus wie eine Pizza auf Rösti-Basis, wenn du das so nennen möchtest. Kannst du das auch machen, gell? Wenn dich das inspiriert hat, dann mach's noch. Schreib mal einen Kommentar, würde mich wahnsinnig freuen. Ich freue mich aufs nächste Video. Ich freue mich, wenn du dich da einschätzt und sagst danke. Habe die Ehre. Ciao, servus. Wir gehen essen. Mahlzeit.